Dann wünsche ich einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum ersten Live-Trading mit Thorsten Helbig bei FX Flat. Mein Name ist in 2019 selbstverständlich, nicht insgesamt. Mein Name ist Nels Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Der Thorsten ist ja schon voller Tatendrang, deswegen mache ich ganz schnell den Risikohinweis beziehungsweise nicht so schnell durchlesen, sondern gründlich. Dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungszwecken. Bitte nichts als Handelsempfehlung verstehen, was wir heute zeigen oder was Herr Thorsten zeigt. Und am Ende müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist wie immer sehr wichtig. So, dann Thorsten, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ja, danke. Tatendrang ist gut gesagt. Ich kenne einen Haufen Leute, die sitzen jetzt vorm Bildschirm und am Harndrang, weil sie wieder verpennt haben und noch nicht irgendwie unterwegs sind, fit unterwegs sind, ne? Aber wie heißt das schön, der frühe Fänger vögelt den Wurm. Deswegen starten wir diese Runde immer sehr, sehr zeitig morgens. Einen wunderschönen guten Morgen und wie das Übliche, ne? Die anderen sagen zwar bla bla bla, aber ein gesundes neues Jahr und damit wir nichts vergessen, sagen wir auch gleich frohe Ostern hinterher. Dann haben wir das alles in einem Abwasch weg. Guten Morgen. Warum machen wir diese Geschichte morgens? Und warum machen wir die um diese Zeit? Und wie ich gerade sehe, haben eine Menge Leute gelernt. Cool. Der Lutz war heute 7:44 da. Hammer. Das letzte Mal kam er zu spät und dann war das so wie bei mir in der Schule, da gab es fast seine Backen und schon war ich am nächsten Tag pünktlich. Ja, lernfähig im hohen Alter. Warum machen wir das morgens? Warum machen wir das morgens um diese Zeit? Es gibt kein besseres Beispiel als das als den gestrigen Tag. Ach du Scheiße. Jetzt hast du dich ablenken lassen. Ja. Erstmal bin ich das nicht gewohnt. Den höre ich eigentlich um die Zeit immer noch schnarchen, aber wenn der das Mikro kriegt, dann bin ich weg. Guten Morgen, Dirk, mein Freund. Ein freundliches 2019. Ich will, oder wir haben. Ich habe heute zwei oder drei Sachen auf dem Deckel. Einmal ein klein bisschen was Organisatorisches. Der Nelson hatte mich ja darum gebeten, irgendwie, dass wir dieses Jahr ein bisschen mehr machen. Wir haben ja auch Spielraum ohne Ende. Ich meine, wir machen eh schon 150, 170 Webinare. Ich glaube, 186 waren es letztes Jahr. Wir machen ja dieses Jahr wieder 150, 170. Da kommt auf die 20 von FX Flat auch nicht mehr drauf an. Und da wir ein bisschen mehr machen, machen wir es dafür ein bisschen kürzer. In der Kürze liegt die Würze. Dirk, das kennst du, ne? Wir haben das die ersten anderthalb Wochen auch während meines Urlaubs getestet, dass es besser ist. Heute mache ich da mal noch eine Ausnahme. Morgens nicht so viel drumherum, sondern eine halbe Stunde Webinar und fertig ist das. Die wichtigsten Setups, die wichtigsten organisatorischen Sachen und fertig. Fragen, wenn die auftauchen, bitte per Mail, dann kann man sich ja viel besser darauf vorbereiten und können wir im nächsten Webinar auseinanderpflücken. Wie gesagt, wir machen 170 dieses Jahr insgesamt circa 3 bis 7 Webinare in der Woche. Das heißt, die Antworten zu holen, gibt es genügend Möglichkeiten. Buchen kann man das Ganze bei uns über die Homepage. Der zweite Punkt ist, dass wir die Geschichte bei uns ein bisschen verändert haben, firmenintern verändert haben. Das heißt, wir haben gesplittet in die Leute, die morgens einfach schnell ein, zwei Positionen handeln wollen und dann zur Arbeit gehen. Es gibt ja Leute, die gehen so, die gehen den ganzen Tag arbeiten, haben gar keine Zeit, Geld zu verdienen. Die morgens schnell ein, zwei Positionen, Tagesüberblick haben wollen und dann sind sie weg. Und dann gibt es ein paar Leute, die wollen intensiv oder intensivst lernen und ihr Auge auf den Chart schulen. So, die morgens nur kurz, die können unser Webinarpaket buchen und der Blog ist seit unser Blog unter www.ufbas.de ist seit 1.1. diesen Jahres für die Leute, die ihr Konto über uns handeln, vor allen Dingen die, die bei FX Flat sind,
kostenlos, den haben wir aus dem Programm, aus dem kostenpflichtigen Programm rausgenommen, sondern die Analysen, die kann man bei uns jetzt kostenlos lesen, einmal auf Facebook und einmal unter ufbers.de. Mal gucken, ob ich den jetzt finde. Weil dann können wir uns nämlich gleich mal auf das stürzen, was war. Genau, da www.ufbers.de, da ist der Beitrag von heute früh. Wenn andere noch das Kissen im Gesicht haben und auf dem Schreibtisch liegen, haben wir schon unsere erste Analyse geschrieben. Die werde ich jetzt mal auseinanderpflücken, um zu sehen, was gestern gewesen ist, weil dann versteht man vielleicht auch, warum ich heute Morgen geschrieben habe, ich trete etwas kürzer. Ja, ihr könnt auch auf Facebook nach Forex Handel mit Strategie suchen. Findet ihr in unserem Kanal. Wer das nicht findet, Mail schicken, schicken wir euch den Link. Dort kann man sich übrigens auf der Facebook-Seite ebenfalls kostenlos registrieren. Man sollte 3 Fragen beantworten, damit man weiß, mit wem wir das zu tun haben. Ich will mir keine Laus in den Pelz setzen. Dirk reicht. Um mit den Freundlichkeiten fortzusetzen. Wir haben gestern Morgen, und das nehmen wir jetzt mal schnell auseinander, gestern Morgen haben wir geschrieben und auch im Webinar auseinandergepflückt, Short im Euro bis 1,1354, wenn wir unter 1,1368 fallen. So war der Plan für gestern. Für heute habe ich noch keinen. Also der ist noch nicht so weit, den erkläre ich gleich. Ich wollte nicht wissen, was war gestern, ne? Das fragt sich der eine sowieso, Sonntag früh, wenn er Samstag aus der Disse kommt. So, gestern Morgen im Webinar nehmen wir hier mal die Webinarzeit. Die war hier in diesem Bereich, hier mal um 8. Da in diesem Bereich haben wir gesagt, wenn wir unter 1,68 fallen, das ist unser Zielbereich, unter 1,68 fallen, dann wollen wir an die 1,1354. Zack, Punktlandung. An der 1,1354 haben wir gesagt, gehen wir long. Der erste Versuch ist 10 Punkte nach vorne gekommen, sind wir rausgeflogen. Umkehrformation, nächster Anlauf ging dann, Aussage Nummer 2 war nämlich, wenn wir bei 1,1354 long gehen, könnte das eventuell bis 1,1440 laufen, aber an der 1,1368 aufpassen. Da haben wir die 1,1368, das www.ufbers.de war hier genau richtig angebracht. Dann wieder runter und die gleiche Rutsche nochmal, um dann alles abzuräumen, was irgendwie wo ging. Und jetzt gucken wir mal, was wir für einen Plan heute da drauf packen. Welche Marke hatten wir gestern als Ziel? Was haben wir gesagt? Wie weit kann der Euro laufen? Guck hier. Hier, hier. Hier kommen die Marken reingeballert hier. 1,1388. Gut, der hat nicht aufgepasst. Alle anderen, wenn ich das hier sehe, alles Forex Proler. Die Jungs, die haben gelernt aufzupassen. Ne? Aufpassen ist wichtig im Leben. Ich habe 2-mal nicht aufgepasst. Das erste war ein Junge, das zweite Mal ein Mädchen. So, wir haben hier die Bewegung ab. Die kopieren wir mal. Das ist eine coole Nummer hier. Back. Ist mir gestern schon passiert. So, und wenn wir jetzt, haben wir gesagt, wir wollen an die 72 runter, wir wollen die gleiche Runde so wie hier, bis hier runter, eher gehe ich nicht long, ich warte, bis er die Nummer hier unten holt, so haben wir es heute früh geschrieben, ihr hattet ja jetzt gerade Zeit zum Lesen, derzeit, wo ich mich hier mit der Plattform rumquäle, also, ich sag mal, die unter euch, die lesen können, ne Dirk? So, und dann müssen wir die 1,1440
müssen wir für heute korrigieren und demnach ergibt sich für mich heute nach oben das Ziel 1,1415, 1,1410 haben wir im Zielbereich, 1,1429 ebenfalls. Das heißt für mich in der Kombination, wenn ich jetzt A gleich C nehme und wir landen bei der 1,1415 und ich lande genau zwischen zwei Zielbereichen. Das ist genau das Gleiche, als wenn ich am Tresen sitze und mich dann entscheiden muss zwischen der Nachbarin und zwischen einem halben Liter. So sitze ich hier jetzt genau zwischen zwei Stühlen. Dann ist das ein Idealszenario für eine passende Limit Pullback, ne? Dafür dem Dirk nochmal danke. Man kann nicht nur immer drauf rumhacken, man muss ja auch mal nett sein, ne? Dann kann man nämlich hier mit einer Limit Pullback arbeiten, weil wenn das Bewegung die zweite Bewegung ist, dass gestern hier die erste große war und das hier ist die zweite, dann wird die zweite in der Regel länger als die erste. Das ist wie bei den Nächten in jungen Jahren. Dann landen wir nicht bei der 15, sondern die Bewegung länger wird, könnten wir bis zu 1,1430 getragen werden. Das heißt, wenn wir unsicher sind, steigen wir hier jetzt aus, wenn wir bei der 15 aussteigen und wir könnten bis zur 30 laufen, ärgern wir uns die Pest, dann gehört für Long-Positionen, die wir hier unten eventuell im Bereich 1,1372 starten werden, in diesem Bereich dann hier eine Limit-Pullback mit 4 Punkten Rücklauf, weil wenn er hier durchgeht, dann macht das auch mit Schwung. Ob er nur weit drüber schießt oder drunter bleibt, wissen wir nicht. Deswegen müssen wir uns der Hilfsmittel bedienen. Hilfsmittel, die älteren Herren kennen sowas, ne? So. Jetzt stellt sich die Frage, wir handeln ja eigentlich Euro Pro. Nach Euro Pro hätten wir jetzt, wenn wir jetzt ein neues Tief kriegen, guck mal Dirk, ich habe einen Bug. Ich rufe gleich mal den Support an hier, bei hilger.net. Wenn wir hier drunter jetzt ein neues Tief kriegen, was wir nicht haben, das letzte Tief der Aufwärtsbewegung sollte gebrochen werden und das mit Musik, dann hätten wir jetzt ein sehr gutes Short-Szenario nach Euro Pro. Wenn wir danach wieder hochlaufen bis an die 78, ich konzentriere mich jetzt rein auf Euro Pro, demnach müsste ich shorten. Und da sind sie wieder meine drei Probleme. Ja, der eine sagt short, der andere sagt long, der andere sagt quer, der andere sagt längs. Das heißt, wir brauchen, um Euro Pro zu rechtfertigen, brauchen wir darunter ein neues Tief. Danach den Rücklauf und dann könnten wir einsteigen. Wir landen bei der 79, aber wir wissen, die 72 unten bremst. Es sei denn, auch hier, diese Bewegung duplizieren, je nachdem von wo sie kommt, dahin, dann landen wir weit unter der 72, dann gehen wir runter bis an die 68. Heißt, wir werden hier in diesem Bereich, da, in diesem Bereich werde ich mir Long-Position suchen, und zwar nach Umkehr im Chart, nach Umkehrformation im so grün, nach Umkehrformation im 5 Minuten wäre so das Ideale. Hier ins Spike runter in diesem Bereich wieder zurück, einen schönen Hammer basteln oder so. Das wäre für mich ein Entry-Wert entgegen Euro Pro. Euro Pro wären wir jetzt short. Obwohl wir, kleinen Augenblick, vielleicht muss ich mich gleich korrigieren. Wir sind übergeordnet, sind wir immer noch long. 1, 2. Und bewegen uns hier seitlich immer noch in diesem Korrekturmodus. Und zwar in dieser
Bewegung. Innerhalb dieser letzten Bewegung. So. Da. Solange bewegen wir uns immer noch im Korrekturmodus. Dieses Tief hier, dieses Tief muss kaputt gehen, damit wir überhaupt eine Short-Berechtigung haben. Also warten wir den Fake, den Fehlausbruch. Wir bewegen uns in dieser Range zwischen der 94 und der 76, in einer 18-Punkte-Range seit gestern Abend 19 Uhr. Nächster Punkt, wenn wir hier unten jetzt raus spiken, das unterstreicht mein Szenario, wenn wir unten jetzt raus spiken, diese Range sollte in der Regel mit einem Fehlausbruch in die entgegengesetzte Richtung verlaufen. Das heißt, machen wir jetzt, legen wir jetzt nach oben, kommen jetzt nicht an die Unterkante, sondern schießen oben raus, legen nach oben Fehlausbruch hin, schließen wieder in der Range, werden wir direkt nach unten durchschießen und wahrscheinlich auch nach unten fortsetzen. Kriegen wir jetzt mein Idealszenario, das heißt, wir spiken nach unten raus und kommen danach wieder zurück und schließen wieder innerhalb in der Range, dann können wir die erste lange Bewegung nehmen und die nach oben duplizieren, um uns dann unser Ziel zu errechnen. Ja, Simon, Limit Pullback kann man hier unten hinlegen. Wenn man das will, aber solange wie ich am Rechner sitze, mache ich das nicht. Ich benutze Limit Pullback gerne für die Ausstiege. Ich weiß, Dirk macht das anders. Aber wenn wir den Fake hinlegen, dann können wir diese Bewegung duplizieren und den Start hier unten, je nachdem, wo das Tief jetzt landet, dann drauflegen und dann haben wir oben das Ziel. Soweit verstanden? Zur Positionsgröße. Meine Positionsgröße richtet sich immer nach meinem Kontostand. Nein, zur Positionsgröße. Ich würde mich hier gegen den Markt stellen oder gegen mein Regelwerk Euro Pro. Also fange ich hier unten, hier in diesem Bereich, wenn ich mir hier den Einstieg suche, mit einer Drittelposition an. Das heißt, ich mache das jetzt mal, so wie der Simon das vorgeschlagen hat. Zack. Falsch erwischt. 3 Punkte. Drei Punkte Limit Pullback und die ebenfalls und auch 3 Punkte. So, und dann bin ich bei einer Drittelpositionsgröße. Jetzt müssen wir hier aufpassen. Wir wollen hoch. Wo wollen wir hin? Was ist das Ziel? Was haben wir gerade gesagt? Gut. 1,1415 bis 1,1430. Also Take Profit auf die 1,1430. Von den 70 kommen sind wir bei 60 Punkten. Und die 10 Punkte lasse ich stehen, haben wir ein sehr schönes CRV. So, und dann können wir uns überlegen, ob wir in der gleichen Strategie oben bei 1,15 eine Limit Pullback hinlegen. Eine Short Limit Pullback, dass wir dann den Bereich zwischen 1,15 und 1,30 abdecken. Jeder nach seiner Fasson. Eventuell doch mal eine Einschätzung in Prozent, also 1%, das kannst du im Stereo, ja und dann? Hast du nicht zu Ende geschrieben oder? Das kannst du im Stereo einstellen. Ja, das kann ich im Stereo einstellen. Aber solange wie ich hier davor sitze und solange mein Gehirn einigermaßen normal funktioniert, ich weiß, hier sitzt jetzt der eine oder andere vorm Rechner, was sagt der Gehirn normal funktioniert, spinnt der, geht doch gar nicht. Solange mein Gehirn morgens fit ist und ich regelmäßig einen Kaffee kriege,
Solange mache ich hier alles manuell. Solange stelle ich meine Positionsgröße manuell ein. Es ist auch eine Geschichte. Ich kann das jetzt zwar voreinstellen, sagen die und die Prozente, aber das hier ist eins meiner geliebten Szenarien. Eine lange Bewegung, seitwärts gedümpelt, schön langsam auskorrigieren, runter, unten Fehlausbruch, zurück und Feuer, Marianne, auf geht's Richtung 1,1415 oder 1,1430. Und wenn ich so ein Szenario habe und ich habe ein CRV von 6:1, dann muss ich nur gucken, was kann mein Konto ab, was lässt Nelson an Margin-Belastung zu. Ich mag mit dem Herrn Margin nicht gerne callen. Da muss ich einfach gucken, was geht, was bin ich bereit, einen Geldbetrag zu riskieren. Und dann errechne ich mir hier draus genau meine Positionsgröße. Wenn ich jetzt bereit bin, mit diesen 10 Punkten, sagen wir $500 zu riskieren, dann kann ich, wenn meine Margin das hergibt, hier sogar mit 5 Lot arbeiten. Ich mache es anders. Ich stelle meine Boxen hier im Büro laut und höre, wenn diese Position gegriffen wird. Und sobald die gegriffen wird, sitze ich hier wieder am Rechner und werde diese dann, sobald wir wieder einen Aufwärtstrend, einen intakten Aufwärtstrend im 5-Minuten-Chart haben, nach Euro pro aufstocken. So, und da kommen wir schon. Okay, um die Frage, deine Einschätzung, wie hoch diese Posi am Anfang sein sollte. Also, wenn ich so eine Geschichte hier gegen die Nummer mache, weil wir haben 5 Minuten jetzt eigentlich gleich einen Abwärtstrend, wenn der Schlusskurs da drunter bleibt, dann stelle ich mich gegen den kleinen Trend. Also nehme ich eine dritte Position. So, ich arbeite mit 2% Risiko bei einer Kontogröße von 10.000 Euro. Bei 10.000 Euro sind im Moment $11.400. Ich runde das mal. Irgendwie $12.000, dann kann man das auch besser rechnen. $12.000 mal 2% sind $240, darf ich pro Trade riskieren mit meinem Anlauf oder mit meinem bewussten Risiko von 2% sind das $240. Und bei $240 durch 10 Punkte Risiko darf ich 2,4 Lot, also $24 pro Punkt riskieren, also 2,4 Lot, wenn ich davon Drittel nehme, wären das 0,8. Wenn ich auf 8 Punkte Stop gehe, so wie wir in der Regel arbeiten, das könnte ich jetzt hier sogar machen, weil viel mehr will ich hier eigentlich gar nicht kaputt machen. So. 8 Punkte Stop Loss, 240 durch 8 ist 30. Das heißt, ich darf $30 pro Trade riskieren und bei 240 durch 8 Punkte sind 30 und $30, das wären 3 Standard-Lot. Und 3 Standard-Lot, die würde ich jetzt hier splitten. Da ich mich hier unten gegen den Trend stelle, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe, packe ich da unten ein Lot rein. 2 halbe. 2 mal 0,5. Und wenn die gegriffen haben und er wirklich nach oben läuft, dann kann ich volle Granate aufstocken. Ich pyramidisiere sehr, sehr schnell und auch manchmal an der Margin-Grenze, was das Konto hergibt. Nelson könnte das vielleicht sogar bestätigen. Ich weiß, da verzweifelt man manchmal dran. Aber deswegen auch die kleinen Positionen, weil wenn das Ding wieder zurückgeschossen kommt und ich zu dolle pyramidisiert habe, kann es passieren, dass ich ein Margin-Problem kriege und dann soll auch meine Position nicht in einem Rutsch rausfliegen, sondern skaliert rausfliegen. Steve, die Frage, die du gerade reingeschrieben hast, die kannst du mir gerne stellen, ne? Also alles, was Fragen zu Margin oder zu unserer Margin, was ist mit dem Paternoster-Club und so weiter, die beantworte ich gerne, genauso gerne, wie ich Fußballfragen beantworte, ne? Ach du Schande. Ja. Die hat doch was gefehlt, oder?
Das stimmt, ich hab's vermisst. Ja. So. Gucken wir. Genauso hat das nämlich gestern ebenfalls funktioniert. 1,1354 long, 1,1368 aufpassen und BE gehen. So haben wir es gestern geschrieben und so haben wir es gestern auch gemacht. Zack. Runter, hoch. Hier, BE, wer bei uns in die Facebook-Gruppe guckt, sieht die Geschichte von den anderen, die dort auch gerne mal schreiben, was sie gemacht haben. Der ein oder andere ist hier BE gegangen, ist dann rausgeflogen, ist dann wieder rein und hat dann hier oben glatt gestellt. Das Schöne ist an so einem Tag, so wie gestern, wenn man mit dieser ersten Shortnummer hier seine Kohle verdient hat, dann kann man danach machen, was man will, wenn man sein Kapital nur schnell sichert und schnell Break-Even geht. Break-Even, so. Hier wäre ich mit Sicherheit irgendwie 5, 6 Punkte im Gewinn geblieben und hier nimmt man dann so einen ganzen Rutsch einmal mit. Okay, der Plan hier ist, glaube ich, klar. Ihr könnt ihn auf www.ufbas.de auch nachlesen. Okay, hier unten liegt mein Plan für heute. Hier unten meine Limits, die liegt vielleicht ein bisschen tief. Das sind ja Limits. Danke für den Hinweis. Da wir mit Limit Pullback arbeiten, ich gehe immer 1, 2 Punkte über. Die über den Zielbereich. Und hier warte ich jetzt auch ab, bis das Ding geholt wird. So, hier haben wir gestern noch gesagt, unser Sorgenkind. Gucken wir nach. Hier haben wir gestern geschrieben, der DAX, mein Sorgenkind, der testet noch die 11.01, so wie es aussieht. Das ist für mich die Schlüsselmarke, die halten sollte, wenn die Stops da runtergeholt sind. Aber da ist nur ein Versuch angedacht zu kaufen. Wenn er dann nicht hoch will, bleibe ich an der Seitenlinie. Und Lutz und so nicht falsch interpretieren hier, ne? Von wegen, wenn er dann nicht hoch will, an die Seitenlinie. Wir gehen mal ein Stück Retour. Und das war dann gestern. Morgen das Szenario. Geschrieben haben wir das irgendwie um 8:30 oder so. Hier ist es schon kurz nach 9, Viertel nach 9 und wir hatten das Tief. Naja, hat er meine 0,1 ganz knapp verfehlt, aber wir haben es dann im Block geschrieben. Umkehrformation im 5 Minuten, das ist auch die, die wir haben wollten. Hier schöne Spike runter, Umkehrformation. Auf geht's. Ich war dann den ganzen Tag unterwegs und habe aber dann gesagt, so, Stops gehören jetzt unter die Emmas, unter die 50. Wir hatten hier dieses Zwischentief und da drunter sollten dann die Stops unter die 11.050. Und danach habe ich die liebe Forex Pro Gemeinde ihrem Schicksal überlassen, weil es war ziemlich sauber, was da nachher abgelaufen ist. Und wir sagen ja, bei uns gibt es das Papier, den Hintern abwischen müsst ihr euch alleine. Und dann konnte man drauf hoffen, dass er genau bis hier hoch läuft, der das Ziel unten knapp verfehlt und hier das Ziel oben knapp verfehlt. Und ich sage mal, in dieser Range werden wir wahrscheinlich heute auch noch bleiben. Wir haben eine faire Chance. Ich weiß, Olli wird jetzt wieder sagen, schräge Linien, schräge Vögel. Ja, gerne doch. Wir haben eine faire Chance, uns in diesem Bereich im Moment hier zu bewegen, zwischen der 43 und dann hier oben die ja, knappe oder die 11.090. In diesem Bereich kann man hin und her turnen. Das gesamte Bild hier ergibt allerdings Warnzeichen.
zack, alles raus. Und zwar das Warnzeichen für mich heißt, wir sind hier fast bis an die 61,8 gelaufen. Die Emma wird hier gerade attackiert. Müssen wir schauen, wie die sich da verhält. Diese letzte Bewegung gestern, die kann auch hier jetzt ein bisschen ausgeflackt werden und dann könnte es auch den nächsten Schub nach unten geben, obwohl ich ziemlich fest davon überzeugt bin, wenn der ist so sensibel im Moment, wenn der nach unten Gas gibt, dann könnte es durchaus schon passieren, dass es das gewesen ist und dass wir uns Richtung neue Jahrestiefs begeben, jetzt schon. Wäre mir persönlich für meine mittelfristigen Geschichten zu früh. Da wäre mir entschieden zu früh, weil ich wenigstens noch hoch will. Na komm her. Hat er ihn nicht genommen. So, weil ich wenigstens gerne nochmal hoch will, da bis an die 11.780 ungefähr. Wir haben hier die 200er Emma im Dow, hat die gestern anscheinend hervorragend funktioniert, wurde angesteuert und direkt haben die Bären an der 200er Emma übernommen. Ob das nun nachhaltig ist, wird man sehen. Aber wenn ich dieses Doppeltop hier sehe, von dem an wir geschortet haben, ne Dirk, die Marke kennen wir doch. Hier oben, ne? Ich weiß noch, Ende September bei mir im Seminar, wir haben wir bei 12.426 und 12.410, genau, da haben wir aufgestockt. Stefan, ja, gucke, da kommt Stefan R. sogar, der vorne in der ersten Reihe gesessen. Wir haben drei Tage vorher bei der 12.426 angefangen und haben dann im Seminar mit Dirk bei der 12.410 angefangen, die Nummer zu shorten, die wir dann auch durchlaufen lassen haben, bis zur 11.4, eine meiner geilsten Positionen. Und demnach haben wir auch hier noch Luft bis an die 11.57, bis an die Emma hier oben, aber auf jeden Fall bis an die 11.370, deswegen ist mein Ziel oben 11.350. Hier kann ich nur mittelfristig, anders kann ich im DAX nicht, ich bin da nicht so unterwegs wie Dirk, das ist nicht so meine Nummer, aber ich gehe mal davon aus, dass wir diese Geschichte noch ein bisschen fortsetzen und hier sogar eventuell nochmal neue Hochs da oben drüber kriegen. Und dann fange ich wieder an zu shorten. So. Und so kann es gehen. Jetzt kotze ich gerade. Guckt euch das an. Wo ist der Fehler? Meine Limit Pullback ist noch nicht ausgelöst. Aber das Szenario ist eine schöne Geschichte, ne? Ich warte noch. Es gibt für mich in diesem Fall immer zwei Möglichkeiten. Entweder holt er jetzt hier die Limit Pullback. Wenn ich zu knapp, zu geizig war, dann ist das so. Wir müssen aber damit rechnen, dass er noch einen Doppelboden macht oder hier drunter vielleicht, wenn wir jetzt umschwenken, dass wir vielleicht da drunter sogar nochmal ein neues Tief kriegen. Das heißt, entweder das oder es kommt nach einem Doppelboden. Und wenn das nicht funktioniert, warte ich auf eine Aufwärtstrenddefinition, dann handle ich eben nur Euro pro. Dann muss ich allerdings die Positionsgröße umschmeißen. Da haben wir sie. Guckt euch an, 72. Ich hätte sogar auf die 1.13.72 legen können.
So, jetzt werden wir ausgeführt bei der 76. Das heißt, wenn wir 10 Punkte vorne sind, dann sind wir bei der, ich will bis an die 91, dann sind wir bei 15 Punkten und bei 15 Punkten soll das Ding break-even gehen. Wenn wir da oben sind, will ich keine Verluste mehr machen. So, und jetzt kann man das nur noch im Auge behalten. Sollte der es wieder erwarten, nach unten durchrauschen, wie bekloppt, dann haben wir hier unten noch die 60. Das, wenn er jetzt bis an die 60 runterläuft, dann würde er uns bei 63, 64 im Rücklauf auslösen. Und auch mit 8 Punkten Stop. Kleinen Augenblick mal. So, da ist er wieder. Ich habe ja auch noch kein SL. Der SL ist eingestellt auf 8. Hier ist eine Buy-Stop. Es war eine Limit-Pullback und diese Limit-Pullback wird jetzt mit 9 Tees, wird die immer weiter hinterhergezogen. Das heißt, wenn wir jetzt hier unten durchgehen, sollten hier unten durchfallen, dann rutscht die immer weiter zurück mit erst bei einem Rücklauf. Wenn der Rücklauf größer als 3 Punkte ist, erst dann wird die ausgelöst. Noch ist die Position. Ja. Du hast deine Buy Limit auf 1,1372,2 gelegt. Ich habe meine 2 Punkte da drüber gezogen, mein Lieber. Deine kann noch gar nicht ausgeführt sein, weil womit wird die Nummer ausgeführt? Mit der oberen Linie, da mit der blauen Linie. Frag mich nicht, was Bit und Ask ist. Okay. Bit und Ask, da haben wir es doch. Ja, die wird mit dem Ask-Kurs ausgeführt. Und der Ask-Kurs, das heißt diese blaue Linie, die ist noch nicht bei der 1,1372,2 gewesen. Deswegen lege ich meine Limits immer 2 Punkte oben drüber. Der Bit-Kurs, der ist an der 1,1372 gewesen, aber der Ask-Kurs noch nicht. Das heißt, der Verkaufskurs war schon da, aber der Kaufkurs noch nicht. Du hast eine Kauforder drin. Und wenn die bei 1,1372,2 liegt, dann muss auch die blaue Linie bis dahin laufen. Da sind wir noch nicht gewesen. So, und deine Limit Pullback ist bei einem Punkt. Genau, ich habe es ja gerade erklärt. Ich habe die hier umgestellt auf 3 Punkte. Deswegen liegt meine da noch ganz entspannt um. Es kommt drauf an, welches Szenario. Ich mache das auch manchmal mit einem Punkt, je nachdem, was ich für eine Bewegung erwarte. Ich erwarte jetzt hier keine super schnellen Bewegungen, deswegen 3 Punkte. Dirk, von dem mache ich mir jetzt mal einen Screenshot von deiner Aussage. Dann kann ich dazu mal ein kurzes Video drehen, ne? Ups. Zack. Ja, langweilig, ne? Okay, also diese Nummer lasse ich genauso laufen. Wenn er jetzt zurücklaufen sollte über die 1,1376, ja, über die 76, dann wird meine Order ausgeführt. Jetzt haben wir, was habe ich vorhin gesagt? Was habe ich vorhin gesagt? Was will ich gerne haben? Was wollte ich heute Morgen gerne haben? Im Euro-US-Dollar? Worauf habe ich gelauert? Fünf Minuten Umkehr, eine Umkehrkerze im 5-Minuten-Chart am unteren Zielbereich. Da haben wir den unteren Zielbereich, da haben wir die Umkehrkerze und genau da drüber liegen jetzt auch meine Long Stops, die liegen da genau richtig. Warum handelst du heute im 5-Minuten-Chart? Fragt mich der Christian P.
Weil wir Österreicher hier haben und die Österreicher sind ja immer nicht so schnell. Nein, Quatsch, ich krieg wieder Haue, krieg wieder Prügel angeboten hier. Nein, wir haben Schweizer hier, die sind ja auch nicht schneller. Nein, weil ich handle eine 1-Minuten-Strategie. Ich zeige es nur im 5-Minuten-Chart heute, weil ich genau dieses Szenario vorhin so erklärt habe. Ich will diesen Ausbruch hier unten. Wo ist meine Maus? Da. Die telefoniert vorne. Hey. Ich wollte diesen Ausbruch hier als Fehlausbruch haben, eine Umkehrformation. Diese Umkehrformation möchte ich im 5-Minuten-Chart haben. Deswegen zeige ich es auch im 5-Minuten-Chart. Ich passe mich der Geschwindigkeit der Teilnehmer an. Ich habe neulich gerade ein schönes Bild gekriegt. Da stehen zwei Frauen neben dem Auto, haben ein Rad abmontiert und dann liegen Schneeketten daneben. Da stand da drunter, so montieren die Österreicher ihre Schneeketten. Rad runter, Schneekette drauf, Rad wieder drauf. So, wer ganz mutig ist, schicke ich dir nachher. Wer ganz mutig ist, der kann sich da oben drüber einstoppen lassen, über diesem Hammer und sein Stop ganz knapp darunter. Also hier drunter 72,2. Ich gebe ihm 3 oder 4 Punkte Luft hier unten drunter. Also Stops auf 68 oder 67. Passt auch mit meinem Szenario. Ich will den Schwung aber erst nach oben sehen. So, was haben wir hier? Ja, nichts Weltbewegendes, ne? Okay, dann ganz kurz ein paar, noch ein, zwei organisatorische Sachen, die ich erklären möchte. Wir haben, wer uns ein bisschen verfolgt, wir haben ja zwei Facebook-Gruppen. Wir haben einmal die hier vom Paternoster, wo ich dann gerne so eine Position auch den ganzen Tag begleite, wo wir unsere Positionen hier den ganzen Tag fortsetzen. Das heißt, was ihr in der normalen Facebook-Gruppe seht, da Forex Trading, Handeln mit Strategie, da wird alles gepostet, was öffentlich ist, einmal am Tag. Heute hat die Automatik noch versagt. Warum auch immer. Muss ich mit Kevin mal reden. Normal wird das, was ich auf Ufbas schreibe, automatisch innerhalb von 5 Minuten hierher geschoben. Dann könnt ihr das hier sehen. Da gibt es aber nur den einen Beitrag am frühen Morgen und in unserer Clubgeschichte, Paternoster Trader Club, da, das ist unser Club. Dort wird alles dann tagsüber komplett begleitet. Das heißt, die Position, die wir dann morgens eröffnen, so wie jetzt, wenn wir die im Euro jetzt mal zu greifen kriegen hier, na, noch nicht, wenn die anfängt zu laufen, dann wird die im Paternoster Club den ganzen Tag auch beglitten. Begleitet, ich weiß. Die wird den ganzen Tag begleitet. Das heißt, wenn ich meinen Stop nachziehe, werde ich das dort posten, wenn ich außerstande bin, irgendwas zu machen. Es gibt ja so eine Situation, wenn man beim Zahnarzt sitzt und gerade ein schiefes Gesicht hat und der Bohrer klemmt im Backenzahn und ich will, werde anfangen, meinen Zahnarzt zu kitzeln, dass er mal aufhört, weil ich gerade meinen Stop nachziehen muss, dann macht das einen blöden Eindruck. Also es gibt Zeiten, wo man eben einfach nichts machen kann, aber ansonsten werden wir innerhalb unseres Clubs die ganze Geschichte tagsüber begleiten. Das haben wir die letzten Tage gemacht und wir sind seitdem wir das jetzt machen, seit letzter Woche, da war ich zwar noch in Afrika, aber da haben wir es schon gestartet, sind wir jeden Tag weit über das Tagesziel hinausgekommen. Randbedingungen, also wie gesagt, die normale Seite ist kostenlos, und für den Paternoster Trader Club, um dort mitzumischen, sind drei Sachen notwendig. Man muss sein Handelskonto bei FX Let führen.
im Idealfall sogar über uns. Der zweite Punkt ist, man sollte Mitglied in Forex Pro Community sein, also eine Euro Pro Lizenz haben. Und man muss den ersten Jahresbeitrag bezahlt haben, der beträgt 1049 Euro. Dafür sind alle Online-Leistungen, die wir erbringen, inklusive. Das heißt, circa 150, 170 Webinare, Wunschthemen, bevorzugter Support. Man kann uns Chartbilder schicken, die pflücken wir auseinander. Wir machen Telefontermine, gehen auf Fragen ein und die Facebook-Seite, die wir den ganzen Tag mit aktiven Positionen belegen. Ja, Dirk, ich brauche das, du ja nicht, ne? In der Kürze liegt die Würze. Ein Skype-Chat, nein. Wir haben die Frage war gerade, wird es für die Paternoster eventuell auch einen Skype-Chat geben? Skype-Chat geben, wenn ihr den machen wollt, könnt ihr das gerne tun. Aber wer mich schon mal gesehen hat oder wer ein Bild von mir sieht, ich bin kein Orakel oder kein Krake. Ich habe nur zwei Arme und ich habe auch nur zwei Augen. Und ich bin auch nur begrenzt belastbar. Ich habe ja auch Dirk immer noch im Hintergrund, ne? Also wenn ihr wissen wollt, was Belastung ist, dann müsst ihr mal mit Dirk zu tun haben. Ich schaffe es nicht, 25 Chats hier zu verfolgen und zu bedienen und so weiter. Deswegen haben wir ein Automatik-Tool jetzt programmieren lassen und werden damit alles automatisiert auf die jeweiligen Chats oder auf die jeweiligen Facebook-Accounts verteilen. Dich habe ich auch noch, ja. So. Wo ist eigentlich die schöne Kamera? Welche Kamera? Ach so, die Webcam. Ja, gibt's nicht mehr. Nachdem im vorletzten Webinar, glaube ich, Nelson, glaube ich, war das, ne, wo einer meinte, kann man die Kamera auch rausschalten, gibt es die nicht mehr. So, bin ich beleidigt. Nein, nein, nein. Die Mehrheit will dich sehen. Oh, was willst du trinken? nein, ich bin gerade da. Das wollte ich jetzt wirklich nicht sehen, weil ich bin gerade dabei, mein Büro nebenbei etwas umzuräumen und anders technisch anders auszurüsten. Es wird wieder sowas geben. Es wird auch wieder eine Webcam geben, aber wir müssen erst das Büro fertig haben. Also wenn mein Staubsaugerroboter fertig ist, dann gibt es auch wieder eine Webcam. So, jetzt haben wir gerade gesehen, wie er die Limit Pullback schon mal zwei Punkte nachgezogen hat. Was habe ich vorhin gesagt? Wir müssen damit rechnen, dass er hier drunter noch ein neues Tief macht, kurz da drunter läuft, die Stops da drunter holt. Wir sind ja inzwischen bei Forex Pro Systeme irgendwie 1300 Leute. Das heißt, 1300 Leute handeln diesen Zielbereich. Da liegt dann schon mal der eine oder andere Stop, der gerne geholt wird. Und sollte der jetzt wirklich durchklatschen nach unten, habe ich immer noch die Möglichkeit, hier ratzfatz die Order zu löschen. Dann fällt die eben aus. Dann muss ich eben warten, bis es wieder ein sauberes Setup gibt. Aber zack. Guck mal da, wo er noch hin darf. Er dürfte sogar noch zwei Punkte oder drei Punkte tiefer fallen. Ja, Nerven behalten, ne? Das ist genau, jetzt ist der ein oder andere nervös. Ja, oh, guck mal jetzt, ne? Ich weiß nicht, wer das vorhin war, sagt, er hat mit Limit Pullback mit einem Punkt gearbeitet, der hängt jetzt schon im Markt und jetzt fängt er schon an zu zittern und sagt, scheiße, was mache ich jetzt mit meiner Position? Jetzt macht er noch so eine große rote Kerze. Oh, 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 jetzt muss ich raus. Nein, Nerven behalten. Nerven. Nerven behalten. Wer verheiratet ist, weiß das, was das heißt. Nerven behalten. Und wer Dirk und Lutz kennt, weiß das auch. Apropos Nerven behalten. Vielleicht nicht so unwichtig. EZB-Zinsentscheidung heute, ne? Vor allen Dingen für alle Euro-Händler nicht so uninteressant. Danke. Woher weißt du das?
Du weißt doch sonst lediglich, wer irgendwie in der WM-Gruppe mal einen Platz vergibt. Man entwickelt sich weiter, nicht wahr? Ja, okay. Ich werde es beobachten. Okay, also diese Position, so wie ich die handle, ich glaube, das reicht. Ich habe gesagt, ich fasse mich heute kurz. Also wir machen nicht 60 Minuten, wir machen nur 57. Szenario vorhin, glaube ich, sauber erläutert. Ich wollte den Lauf hier runter. Ich will den Lauf an den Zielbereich. Ich will die Umkehrformation. Ich plane ein oder ich kalkuliere den Stop da unten drunter, dass die Stops da drunter geholt werden. Kalkuliere ich noch ein und jetzt kann das Ding nach oben laufen und jetzt heißt es Hop oder Top. Hier liegt ein ganzes Lot mit 8 Punkten Risiko. Das heißt, ich riskiere heute früh ganze $80. Wenn wir hier oben drüber laufen, einen Schlusskurs in 5 Minuten wieder über der 81 haben, dann stocke ich auf nach Euro Pro. Ich komme dann unten von der 73, 74, je nachdem, wo er startet, bin dann bei der 82, 83, das heißt 10 Punkte vorne. Ich habe schon $100 auf dem Konto und dann muss ich mir ausrechnen, wie viel kann ich aufstocken, um dann mit der gesamten Position dann volle Granate nach oben zu ballern. Mein Ziel sind mit 3 Lot immer 12 bis 15 Punkte, das heißt im schlechten Fall $360 am Tag. So, und dann muss ich aufpassen, wenn ich aufgestockt habe, dass ich die $360 irgendwann absichere, den Stop auf $360 Tagesgewinn und dann kann ich das Ding durchballern lassen. Alles andere, was dann nach oben kommt, ist ein Geschenk. Obwohl ich das bei Dirk auch mal gedacht habe, wenn er kommt, das ist ein Geschenk, aber Irren ist männlich. So, zack, jetzt hat er sie gegriffen. Mein Stop hier unten liegt für dieses Szenario, was ich angreifen will, ideal. Er kann sogar bis hierher laufen, kann sogar hier nochmal ein nachlaufendes Tief darunter packen, kann hier unten nochmal die Stops holen und dann soll er laufen. So, der liegt ideal, knapp unter dem oberen Zielbereich. Da will ich Break-Even gehen. Das Ding ist automatisiert. Ich lege mir jetzt hier oben noch einen Alarm rein, dass ich hier oben geweckt werde, wenn wir hier oben drüber gehen und dann stocke ich auf. Und dann soll es das auch für heute schon mal gewesen sein. Ja. Der Junge, der war da wahrscheinlich auf den Zinsentscheid, dann warten wir halt mit, ne? So, also, wer ein bisschen mehr wissen will oder ein bisschen was lesen will, was wir machen, kann sich gerne bei uns in der Facebook-Gruppe anmelden. Wer aktiv bei uns lernen will, mit uns handeln will, kann gerne Kunde bei uns werden. Und wer den ganzen Tag mit handeln will, kann den telefonischen Kontakt suchen. Dann, weil in den Paternoster-Club entscheiden wir gemeinsam, wen wir aufnehmen. Dirk ist zum Beispiel kein Mitglied. Wir entscheiden gemeinsam, wen wir aufnehmen. Und dazu sollten wir ein paar Worte vorher wechseln. Und in diesem Sinne sage ich erstmal danke. Schön, dass ihr da wart und schön, dass ihr in meinem Gelaber ein bisschen zugehört habt. Vielleicht hat es den einen oder anderen ja weitergebracht. Ich weiß gar nicht, wann der nächste Termin ist. Aber das wird Nelson ja gleich bekannt geben. Ich werde mich dann mal. In 2 Wochen. In 2 Wochen. 7. Februar müsste das sein. Ja. Okay. Dann würde ich mich nämlich jetzt hier verkrümeln. Sag danke für die doch zahlreiche Teilnahme. Danke, Dirk, dass du mich auch mal besucht hast. So können wir beide auch mal wesentlich miteinander kommunizieren. Schön, wenn du zuhören musst. Und wir sehen uns dann hier in diesem Kreise wieder in 2 Wochen. In unserer Gruppe sehen wir uns wieder heute Nachmittag um 15.15 Uhr und mit den Paternostern morgen um 17 Uhr. In diesem Sinne sage ich jetzt danke an Nelson, schön, dass ich da sein durfte. Tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten Helbig. Ja, vielen Dank, Thorsten, ich habe zu danken. Super Webinar, ich denke, man konnte sehr, sehr gut deine Ausführungen verfolgen. Die Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich online. Ja, Standard bei uns, wer das eine oder andere, wer das Lied kennt. Und ich wünsche auch noch einen schönen Tag, erfolgreichen Tag. Passen Sie auf Ihre Positionen auf.
bis in 2 Wochen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.